In der zweiten Liga selber steckt seit einiger Zeit ein Verein drin, Hannover 96, die würden da eigentlich gerne raus. Und ein Mann vor allem will diesen Verein doch da eigentlich wieder rausführen. Und das ist der Boss, Präsident Martin Kind, der ist uns jetzt live zugeschaltet in Hannover. Hallöchen, Herr Kind, ich grüße Sie. Das war eine spektakulär schlechte Anmoderation. Spektakulär gut allerdings Ihre Laune wahrscheinlich nach gestern. Oder haben Sie mal ein Gläschen mehr trinken können? Endlich mal wieder ein Sieg. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, herzlichen Dank. Hallo, Herr Unterberg. Ja, gut, wir sollten vernünftig bleiben. Wir haben uns für einen Neuaufbau entschieden. Wir wollten auch neue Aufbruchstimmung entwickeln. Das hat dazu geführt, dass wir deutliche Entscheidungen getroffen haben. Trainer, Sportdirektor, aber auch in der Mannschaft. Immer in dem Wissen, dass dieser Neuaufbau auch Zeit braucht. Und die ersten Spiele haben das ja, ich sag mal, eindrucksvoll bestätigt. Das war schon schwierig. Gestern hat die Mannschaft erstmalig eine stabil und nachhaltig gute Leistung gezeigt. Und was mich auch freut, dass die Neuverpflichtungen, die gestern im Einsatz waren, ihre Erwartungen oder unsere Erwartungen im Ansatz bestätigt haben. Jetzt muss hart weitergearbeitet werden, dann hat diese Mannschaft, glaube ich, gutes Potenzial und sie ist wettbewerbsfähig gut aufgestellt. Herr Kind, Sie haben das gerade angesprochen, das war gestern eine gute Mannschaftsleistung nach einem schlechten Start. Waren das gestern 3 Punkte gegen den Abstieg oder 3 Punkte, mit denen Sie dann auch den Blick nach oben richten werden? Nein, wir haben ja immer gesagt, dass wir eine 3-Jahres-Planung hinterlegt haben. Also wir gehen mit Vernunft diese Entwicklung an. Sie haben ja auch St. Pauli vorhin einmal angesprochen. Das ist ein typisches Beispiel einer professionellen Aufbauarbeit und dann eben einer erfolgreichen Entwicklung. Nein, wir lassen uns auch Zeit, aber immer in dem Wissen, dass wir sehr schnell gute Leistungen entwickeln wollen und mit Vernunft und Realismus. Herr Kind, Sie hatten es eben gerade selber angesprochen, ein erneuter Umbruch in Hannover. 10 neue Spieler, ein neuer Trainer, ein neuer Manager. Ganz im Ernst, können Sie eigentlich in Hannover nicht einfach auch mal ein bisschen entspannt den Sommer genießen? Warum muss es denn immer gleich wieder rumsten, komplett neues Personal überall geben? Ja, lesen Sie doch die Zeit, unter anderem auch die Zeitung. Fußball ist Ergebnissport, ist Erfolgssport. Und wir haben in den letzten Jahren unsere Ziele nicht erreicht. Das muss man so deutlich und selbstkritisch sagen. Wenn man Ziele nicht erreicht, hat man Fehlentscheidungen getroffen. Und das war auch bei uns der Fall. Das habe ich zu verantworten. Aber zur Verantwortung gehört eben auch, wenn die Erkenntnis deutlich ist, dass Neuaufbau notwendig ist, dass diese Entscheidungen dann auch getroffen werden. Das haben wir gemacht. Die Offensive, Herr Kind, ist mit Sicherheit ein Problem von Hannover 96 in dieser Saison. Sie haben bislang nur 3 Tore erzielt. Tut Ihnen das weh, wenn Sie dann sehen, wie Ihr Abgang Marvin Ducksch einschlägt in Bremen? Ach, erstmal, ja, natürlich ist ein super Spieler, aber wir wussten natürlich, dass sein Vertrag am 30.06. nächsten Jahres ausläuft. Wir haben auch Gespräche geführt im Hinblick auf die Vertragsverlängerung. Es wurde deutlich, dass das nicht ganz einfach werden wird. Dann kam die Nachfrage, das Angebot Werder Bremen. Und wir haben eine Entscheidung im Sinne des Spielers, aber auch in unserem Sinne der Planung der Zukunft getroffen. Und wir haben die ersten Spiele nicht gewonnen, da war er noch in der Mannschaft. Ich freue mich aber für ihn, dass er jetzt, glaube ich, schon 3 Tore in Bremen geschossen hat. Er ist ein guter Typ, ein guter Spieler, gar keine Frage. Herr Kind, 3,5 Millionen, so heißt es, hat Werder Bremen für ihn überwiesen. Der ein oder andere Fan ist irritiert, weil ausgegeben wurde das Geld dann nicht. Was machen Sie mit den 3,5 Millionen? Bleiben die in der Hinterhand, dass man im Winter noch mal nachlegen kann? Da wurden Corona-Löcher gestopft. Ja, natürlich. Also wir haben ja wie alle Vereine in den letzten 2 Jahren deutliche Verluste erwirtschaftet. Bei Hannover 96 konkret, dass wir in 2 Jahren 17 Millionen Verlust erwirtschaftet haben. Ich will das jetzt gar nicht G&V-Bilanz und solche Themen ansprechen, aber das ist natürlich auch dann ein Liquiditätsproblem, denn Verluste müssen liquiditätsmäßig irgendwann auch ausgeglichen werden. Und auch die laufende Saison beinhaltet oder birgt noch deutliche wirtschaftliche Risiken.
hier insbesondere die Frage der Frequenz im Stadion, also Ticketing. Und wir zum Beispiel in den ersten Spielen sind weit von unseren Planzahlen entfernt. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir wieder einen höheren Verlust erwirtschaften werden. Nein, wir haben dieses Geld gedanklich, wir haben es ja noch nicht, gedanklich haben wir dieses Geld gegen den Verlust gestellt und damit den Verlust verringert, nicht mehr, nicht weniger. Aber wir haben natürlich auch Hinterseher natürlich noch verpflichtet. Es gibt in Hamburg einen Trick, so will ich es mal nennen, wie es der Hamburger Sportverein gemacht hat. Die haben einfach Überbrückungshilfe beantragt, sollen jetzt 10 Millionen von der Stadt Hamburg als Überbrückungsgeld bekommen. Stichwort Corona. Ist Ihr Antrag in Hannover, in der Landeshauptstadt, bereits eingegangen? Oder finden Sie das irritierend, was die Hamburger da machen? Also das sind so Grundsatzfragen und ordnungspolitische Fragen, die Sie jetzt stellen. Ich habe eine ganz klare Meinung. Ich halte es nicht für ordnungspolitisch für in Ordnung, dass der Steuerzahler für Verluste der Wirtschaftsunternehmen Fußball einstehen müssen, auch wenn sie formal wahrscheinlich diesen Anspruch haben. Also ich bin da ordnungspolitisch sehr defensiv. In Hannover haben wir eine andere Situation. Die Gesellschafter von Hannover 96 stehen auch für diese Verluste ein und stellen die notwendige Liquidität zur Verfügung. Ist ein anderes Modell. Anderes Modell ist ein wunderbarer Übergang, das Thema 50+1. Man kann kein Interview mit Martin Kind führen, ohne auf das Thema zu sprechen. Gibt es da irgendwie einen neuen Stand Ihrer Meinung nach? Bewegt es sich irgendwann in die Richtung, die Sie sich wünschen? Gut, ich bin gespannt. Das Kartellamt wurde ja durch die DFL, das muss man deutlich erwähnen, durch die DFL angefragt, ob 50+1 dem deutschen Kartellrecht entspricht. Das Kartellamt hat, und das kritisiere ich, fast 3 Jahre gebraucht, um diese Prüfung zu beantworten. Ich fasse die Antwort sehr plakativ zusammen. Sie sagt im Wesentlichen, 50+1 entspricht dem deutschen Kartellrecht. Sie spricht nicht von dem europäischen Kartellrecht. Und sagt dann aber, so wie ihr es in der Bundesliga praktiziert, ist es kartellwidrig. Und jetzt ist es rhetorisch und didaktisch eine Meisterleistung. Spielen Sie den Ball zurück an die DFL und sagen, nun löst das Problem. Diesen gordischen Knoten zu lösen, das ist sicher eine ganz schwierige Situation. Die DFL muss bis Ende September die erste Stellungnahme abgeben. Ich bin sehr gespannt. Herr Kind, Sie sind ja bekennender 50+1 Gegner. Jetzt mal vor dem Hintergrund der viel besprochenen Corona-Demut, über die wir in den vergangenen Monaten immer wieder gesprochen haben. Der Profifußball muss wieder zurückfinden zur Basis. Man hat Angst, werden die Stadien später wieder alle ausverkauft sein. Man hat Angst um die Fans. Ist es da der richtige Weg, den Vereinsmitgliedern den Fußball zu nehmen, um ihn den Reichen zu geben? Ist das Ihrer Meinung nach immer noch der richtige Weg? Ja, das ist sehr plakativ und ich glaube, es beschreibt nicht wirklich die Situation. Man muss ja deutlich sagen, der deutsche Fußball hat sich entschieden, den Profifußball in Wirtschaftsunternehmen ausgliedern zu können. Das war eine Grundsatzentscheidung, eine strategische Entscheidung. Und man ist nur halbschwanger, wird nicht funktionieren. Also ich denke, irgendwann wird man deutliche Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen. Und gucken Sie nach England, wird ja immer in Deutschland kritisiert. Die Deutschen wissen ja immer alles besser. Nein, gucken Sie nach England. Das sind Wirtschaftsunternehmen, sind der attraktivste und erfolgreichste Nation im Fußball zurzeit. Und auch das, die Stadien sind ausverkauft. Bei einem angeblich deutlich höheren Preisniveau. Also viele der Argumente, die hier plakativ missbraucht werden, entsprechen nicht den Realitäten. Nein, ich glaube persönlich, der Fußballmarkt steht vor notwendigen Veränderungen und hier sind neue Strategien, neue Antworten zu finden und ich empfehle auch der Bundesliga, sich selbstkritisch und kritisch mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen. Jetzt haben Sie England schon angesprochen, da haben wir jetzt erlebt, dass im Zuge der Super League, da die Fans teilweise sogar das Stadion gestürmt haben, wir denken an Manchester United im Old Trafford oder auch bei Liverpool, wo viele Fans gesagt haben, das ist nicht mehr mein Verein, wo sich dann tatsächlich auch die Besitzer entschuldigt haben bei den Fans, dass sie diesen Schritt gehen wollten. Zeigt uns das eigentlich nicht,
dass die Basis gar nicht mehr an dieser Profitmaximierung orientiert ist. In England wünschen sie sich teilweise die 50-plus-1-Regel. Ja, sie unterstellen im Fußball eine Profitmaximierung. Ich kenne nur wenige Beispiele. Und hier in der Bundesliga sind die meisten Beispiele so, dass eher über Kapitalvernichtung gesprochen wird als über Profite. Also dann sollte man sich mal die Bilanzen und die GmbH mal genauer angucken. Dann weiß man um die Realität des deutschen Fußballs. Und man könnte jetzt exemplarisch mindestens temporär auch auf Hertha BSC hinweisen. Also dieser Gedanke ist für mich schwierig. Aber natürlich ist die Kritik von Fans ernst zu nehmen. Und man muss sie auch in die Modelle der Zukunft, einbinden. Das ist eine deutliche Verantwortung, die wir dort gemeinsam haben. Aber dieser Weg, den die dort gegangen sind, das war eine Idee, die kam mindestens um 10 oder 20 Jahre zu früh. Das war nicht notwendig. Aber das zeigt, der Fußball steht unter Druck und viele Verantwortliche denken über Modelle der Zukunft nach. Aber hier müssen natürlich immer auch die Märkte und die Szene mit eingebunden werden. Herr Kind, das Modell der Zukunft, wie sieht denn Ihr persönliches aus? Ihr geschätzter Freund Dirk Rossmann, der hat bereits das Zepter an seiner Firma, an seinen Sohn übergegeben. Heute können Sie es doch verraten. Wann übergeben Sie denn Ihr Hannover 96 Zepter oder Ihr 96 Krönchen endgültig? Wird das noch in dieser Saison stattfinden, zur Jahresende oder nächste Saison? Wie lange wollen Sie noch am Ruder bleiben? Ja, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich Sie natürlich alleine entscheide, was ich tue. Da wird es auch keinen geben, der Einfluss auf mich nehmen kann. Sie müssen es ja nur verraten, Herr Kind. Wir wollen ja gar keinen Einfluss nehmen. Sie müssen es ja nur verraten. Ja, aber ja, das spielt 50. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Also zeitnah wäre mir sympathisch, will ich es mal so beantworten. Okay. Zeitnah, ich will noch zwei andere Themen mit Ihnen besprechen. Einmal zeitnah, heute Abend, nämlich 21.45 Uhr, da dürfen Sie sich auch nichts anderes vornehmen. Da müssen Sie auch wieder bei Bild sein, wenn hier die richtigen Fragen mit Julian Reichelt sind und wir das Triell dann analysieren, hier auch mit Thomas Gottschalk. Also es wird sowohl hart als auch möglicherweise ein bisschen amüsant. Ihr Tipp, wir bleiben beim Fußball, tippen wir immer, wer wird denn ins Kanzleramt einziehen? Also, ich kann es nicht beurteilen und ich kann es auch nicht beantworten. Die Wähler entscheiden, es scheint eng zu sein. Wenn ich die heutigen Umfragen sehe, würde es Olaf Scholz sein. Aber ich denke, da sollten wir den Wahltag abwarten, denn es wird keine Partei allein regieren. Es wird Koalitionen geben und das wird sehr spannend, welche Machtkonstellationen sich dann tatsächlich entwickeln. Wenn ich das ganz ehrlich sagen darf, Sie sind ja ein sehr streitbarer Geist immer gewesen. Sie wirken heute zumindest auf mich fast schon ein bisschen altersmilde. Wäre Politik nicht noch mal was für Sie? Mal richtig zoffen, mal richtig Emotionen reinbringen in die doch manchmal Trost. Wenn ich ehrlich bin, ja, spannendes Thema. Ich bewundere Politiker, um das mal ganz deutlich zu sagen. Verantwortung für Menschen anzunehmen, das ist schon toll. Und in einer Demokratie Mehrheiten zu organisieren, innerhalb einer Partei und dann darüber hinaus, das ist schon eine deutliche Herausforderung. Aber wir haben sicher, das ist ein bisschen Kritik, eine Wohlfühlmentalität entwickelt und Harmoniebedürftigkeit. Aber Politik, gerade jetzt auch in der weltweiten Entwicklung, wir müssen Antworten auch hier der Zukunft finden. Und das bedeutet, wir müssen eine deutliche Sprache sprechen, verständliche Sprache. Aber wir brauchen eben auch eine Strategie der Zukunft. Und ich habe das Gefühl, die Politik will alles schön mit dem Schleier des Wohlgefühls überdecken. Nein, also wenn es nach mir ginge, ich würde immer empfehlen, eine deutliche Sprache zu sprechen. Damit meine letzte Frage, deutliche Sprache. Unter der Woche leider Jerome Boateng mit keinen schönen Schlagzeilen oder mit keinen schönen Sachen Schlagzeilen gemacht, so ist es richtig. In erster Instanz verurteilt als Frauenschläger. Wenn Jerome Boateng bei Ihnen einen Vertrag hätte, dürfte der jemals noch für Geld seine Fußballschuhe schnüren? Ja, das ist eine moralische Frage, die Sie dort stellen. Ich würde auf jeden Fall mit ihm sprechen erst einmal und würde auch sehr sensibel mit diesem Thema umgehen, weil ich glaube, man muss dieses Thema wohl auch in einem weiteren Kontext stellen. Also die Frage würde ich im Moment ungern beantworten, bitte um Verständnis.
Dafür haben wir Verständnis. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit an diesem Sonntag genommen haben, um mit uns ein bisschen zu plaudern. Und ehrlicherweise, ich werde den Kollegen aus der Politikredaktion durchaus mal den Vorschlag machen, Sie mal in die ein oder andere Politiksendung hier reinzuschalten. Ich glaube auch, dass Sie da einiges zu sagen haben. Vielen Dank. Ich habe deutliche Meinung, ja, das kann ich Ihnen bestätigen. Sehr gut. Ja, die vermissen wir. Ich danke auch herzlich. Tschüss, Herr Unterberg. Ja? Danke, tschüss. Servus.